2 Minuten, 8 Aktien, Schnelltest, meine Damen und Herren. Unser erster Wert für heute, das ist Technotrans. Ihre Einschätzung, Herr Schulz? Ja, Technotrans, ein Spezialist für Flüssigkeitstechnologien, zuletzt Zahlen gebracht, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Aber der Ausblick war deutlich besser als erwartet. Bankhaus Lamp hat das Kursziel von 10 auf 11 Euro hochgenommen, also noch eine Menge Luft nach oben. Ich denke, bei einem Rücksetzer kann man das spielen. MBB Industries? Beteiligungsunternehmen, was wir auch schon im Aktionärsbrief vorgestellt haben, was auch Bestand des Depots ist. Auch hier sehr gute Zahlen, Dividendenerhöhung, sollte man auf jeden Fall dabei bleiben. Grenke Leasing. Grenke Leasing beschäftigt sich mit Leasing und Factoring im IT-Bereich. Konstantes Wachstum über die letzten Jahre, technisch in einer sehr aussichtsreichen Position. Dividende sollte angehoben werden. 2014 sollte sich die Gewinndynamik beschleunigen. Nicht mehr billig, aber dennoch aussichtsreich. Brenntag? Brenntag hat mich ein bisschen enttäuscht. Gewinne und Umsatz stagnieren im Moment ein bisschen, relativ wenig Dynamik drin. Allerdings soll hier ein Aktiensplit 1:3 kommen. Das wäre ein positiver Fakt, aber insgesamt würde ich sagen, nicht mehr als eine Halteposition. Infineon? Infineon wird vermutlich ein neues, großes Aktienrückkaufprogramm starten. Operativ läuft es ja ganz gut, also auch hier bei DAX-Rücksetzern unter 9.000 durchaus kaufenswert. Linde? Linde ist relativ langweilig, das Geschäft läuft solide, aber die Bewertung ist auch schon recht ambitioniert. Ich denke, mehr als ein Seitwärtstrend hier 2014 wird wohl nicht möglich sein. Krones? Krones hat komplett überzeugt, wird eine Sonderdividende ausschütten. Aktie ist noch relativ moderat bewertet, aber auch hier auf einen Rücksetzer warten. Muss man das bei Yahoo auch auf einen Rücksetzer warten? Nein, Yahoo muss man auf jeden Fall auf dem Einkaufszettel jetzt haben. Im April soll ja jetzt das IPO von Alibaba kommen. Und wenn man sieht, was andere IPOs in dem Bereich in den letzten Monaten hier auf die Waagschale gebracht haben, dann könnte das durchaus sehr wichtig für Yahoo sein, die ja an Alibaba beteiligt sind. Und das könnte durchaus dann einen kleinen Kursschub auslösen. Dankeschön, Herr Schulz, für die Auskünfte, meine Damen und Herren. Das ist aber noch nicht das Ende der Sendung. Wir haben natürlich noch unser Parkettgeflüster.